Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain, von dem man gerade nur einen Teil sieht. Warum ist der Schlafsack beschädigt? Was ist das denn? Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ja interessant. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Wo wir gerade hier oben sind, können wir ja mal... Ne, diesen hier. Zack, 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 zack. Na, so schnell haben wir noch nie ein Dach gebaut, oder? Achso, da könnte ich ja sogar... Nee, das geht nicht. Moment, Moment. Da muss ich auch erst so machen. Warte, warte. Oder sollen wir hier vielleicht sogar nur Halbslab setzen? Ja, mach mal. Da ist der Baum im Weg. Okay. Zack, 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 zack. Yay. So schnell haben wir echt noch nie ein Dach gebaut. Geht das von hier? Ja, geht. Wir wollten ja hier noch einen Überhang machen. Shit. Kann ich irgendwo drauf springen? Ich kann... Warte mal, warte mal. Ausgetrickst. Oder auch nicht. Moment, das muss weg, sonst detecate das nicht. So. Zack. Und. Sup. Komm. Sup. Das brauchen wir eh alles. Bams. Und wie komme ich jetzt wieder da hoch? Man weiß es nicht. Alter, sind hier. Wow. Sind hier Gedingens gewachsen. Es ist auch Wahnsinn. Warte. Ich weiß, wie ich da hochkomme. Ich muss ja eine Rückwand bauen. Zap, 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 zap. Zack, schon sind wir wieder oben. Ich will wenigstens den Überhang jetzt noch machen. Dass man sich das jetzt alles mal so ein bisschen mehr denken kann. Obwohl, ich glaube, man kann schon recht gut jetzt erkennen, wo der Weg hinführen soll. Ne? So. Ich bin mir mit dem Überhang allerdings jetzt gerade nicht mehr so hundertprozentig sicher. Aus dem einfachen Grund, weil wir ihn jetzt nicht massiv machen. Vielleicht machen wir nach vorne hin noch massiv, nur innen halt nicht. Das wäre vielleicht noch denkbar. Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das nach vorne hin doch ein bisschen seltsam aussieht. So, damit wir... Oh, nein, genau das nämlich eigentlich nein, ne? So. Und zack. War der blöde Schmetterling da jetzt im Weg oder warum klappt das da nicht? Wahrscheinlich, ne? So. Ist schön, wenn man gar nicht weiß, wie wir... Och, hier ist schon Ende. Okay. Wenn man gar nicht weiß, wie viel man noch hat. Hätten sogar noch gehabt. Komm, zack. Machen wir da auch noch. Wobei wir jetzt natürlich den Baumwuchs hemmen. Da innerhalb des Lagers. So, das geht wieder nicht mehr. Aber komm, wir gehen wir. Nein, komm. Machen wir so viel, wie wir noch haben.
Aber wir haben in der Schmiede auch noch Steine, ne? Wir könnten sogar noch welche nachbauen. Fällt mich da gerade mal so ein. Zack, das war's. Happy, runter! Ja doch, kann man aber lassen, ne? Oder meint er, das noch massiv machen? Oder den Überhang sogar wegmachen? Aber weg, nee, glaube ich nicht. Ich denke mal, das kann man so machen. Und von innen, ja, kann man sich jetzt nicht den Gedanken machen, aber das Bild machen. Aber von innen, denke ich mal, ist es auf jeden Fall cooler, ne? Wenn das so hoch bleibt. Ja, doch. Finde ich gut. Sopp. Das war Quatsch, aber egal. So, können wir hier noch... Wissen wir jetzt mal, wie breit das wird, Alter. Winne. Okay, das geht genau auf. So, und das war falsch, aber ist egal, so. Wir haben noch einiges vor uns. Obwohl ich mir schon langsam so ein bisschen den Gedanken mache, das dauert eigentlich schon viel zu lange. Müsste man langsam mal wieder was anderes machen. Aber wir werden sowieso jetzt gezwungen, in nächster Zeit was anderes zu machen. Weil wir keine Steine mehr haben. Ha! Doof gelaufen, ne? Würde ich sagen. Na! Wobei die, warum, ich weiß gar nicht, warum ich die setze. Die kommen wahrscheinlich sowieso wieder weg. Das ist doch schon Hallenboden. Hm. Naja, egal. Ja, das habe ich ja schon. Ich wollte gerade sagen, wir müssen dann ja auch noch die Zäune und so wieder weiterziehen. Das kommt auch noch. 2, 3, 4, 5. Die Fläche muss ja mindestens bis da gehen. Ne? So breit wie das. Danke. Ist das Pfingstenholz schon wieder leer? Tatsächlich. Mann! Okay, du kannst weg. Du da. Genau du. Pop, weg. Zack. 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 Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das jetzt so vorsichtig gezielt gemacht habe. Da muss ja sowieso noch angeglichen werden. Da kann ja nicht einfach so eine Wand bleiben. Ach ja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Zop, 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 zop. Und zop, 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 zop. Nur bis da. Was macht er denn jetzt? Warum macht er denn dann nicht voll? Ganz einfach, wegen unserer Bauhilfe. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und hier 1, 2, 3, 4. So, ach so, andere Leiste war das. Zack. Warte. So. Das war Quatsch. Da zählt man das schon extra und macht trotzdem Scheiße. Ja. 3, 4. Ach so. So. 2, 3, 4. 2, 3,
4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, jawohl, 2, 3, 4, Alter. So. So. Ja, für den Rest brauchen wir wieder Fichtenholz. Ja, und dann gucken wir mal. Ich will nämlich hier jetzt noch das noch so ein bisschen angleichen. Das weiß ich aber alles noch nicht. Das muss ich alles mal gucken. Das ist wirklich viel größer geworden, als ich das dachte. Viel größer. Wow, 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 wow. Na gut. Aber ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Und ich mache erstmal eine Aufnahmepause. Ciao.